Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ja schön hier weitergegraben unter Good Neighbor und haben ein paar Myalogs gefunden, eine super geile Powerrüstung und noch ein paar Rude. Ja, bis jetzt fällt mir die Mission sehr ergiebig. Und hoffentlich noch ergiebiger. Wir gehen weiter. Wir sind hier an einen U-Bahn-Tunnel vorbeigestolpert und kannst auch sagen, was du willst, aber der da ist noch am Leben. Und der auch. Was zum Teufel war das? Was zum? War noch ein bisschen offensichtlich. Ich hab den erledigt, verdammt. Oh, das Ding bringt es irgendwie nicht so. Warum ist das so schwach? Wir tauschen. Strong. Wie kann ich eigentlich tragen? 310. Viel. Gut. Viel Schrotpatrone, sehr gut. Waffe wechseln bringt ehrlich gesagt nicht so, ja. Ich kämpfe jetzt gleich gegen so einen Riesenghoul. Wird es wahrscheinlich nicht geben. Nehme ich an. Es würde etwas komisch aussehen. Aber naja. Gut. Nichts, okay. Da lang. Wie kommst du, dass es so lange her ist, dass wir zusammengearbeitet haben, Bobby? Such die Sache nicht an die große Glocke zu hängen, Mel. Und ich wollte dich da nicht reinziehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Wir haben doch schon Schlimmeres durchgestanden als das hier. Wir sind ja auch noch nicht fertig, oder? Sehr ermutigend. Irgendeiner wird uns hier verraten, habe ich das Gefühl. Einer von dem wird irgendeinen anderen umbringen. Sehe ich doch schon. Auch schon wieder so ein Teil. Den Kuchen würde ich nicht anfassen. Irgendwann kriege ich diesen Kuchen. Irgendwann kriege ich den. Irgendwann. Das ist keine Tür, was? Kann man den Weg irgendwann mal da bekommen, wenn man Glück hat? Strong, hat das gefallen? Ja, jetzt vielleicht ist auch Strong irgendwie so ein. Wir brauchen Sonja hier. So ein, weiß ich nicht, so ein großer, fetter, muskulärer Typ, der in Wirklichkeit voller Liebe im Innern ist. Sei nutzlos. Strong geht da einfach so durch. So wie Stan aus Dragon Age Origins. Oh, Kekse. Das. Der fasziniert von Keksen ist. Hatte. Das sieht schon richtig aus. Gehen wir mal zurück. Red away. So, was haben wir noch hier? Noch eine Wand. Mel, hol Sonja hier rüber. Da mach mal ein Foto von mir. Wenn Sonne hier das Ding auf. Sprengt, okay. Au!
Lena, geh mal aus dem Weg, ich möchte da den Ghoul looten. Danke. Hier sieht es aber auch schon richtig aus. Okay, dann gehen wir doch da ein. Scheint irgendwie noch mehr, also gehen wir aus dem Weg. Ah, magst du das, Strong? Magst du das? Magst du das? Ich mag's. Was? Okay, hallo. Nee, ich schwöre mal, hallo. Aber jetzt habe ich eine Power Armor. Nee, das ist ein legendär. Oh, this shit. Wie kann so eine 10 mm Pistole nur so stark sein? Ich dachte irgendwie. Ah! Heng. Böse Toastklaue. Böse Meierlock Toastklaue. Wo ist der Kopf? Ein kritischer Treffer, der trifft immer! Du bist auch noch am Leben, geil. Super Krüppel, das tut mir leid. Wo ist das? Die Kleinen sind immer noch am Leben, würde ich mich auf den Arm nehmen. Vergiftet. Das ist immer ein Messer, das bringen könnte. Nahkampfwaffe allgemein. So. Ich muss unbedingt mal mehr raus sind, meine Sachen einlagern. Meine Power Armor. Na gut, wird's hier lang. Hier wird's auch da lang. Und da wird's auch da lang. Boah, sag mir nicht, ich muss gleich wieder zurück. Kann ruhig mal Ghoul kommen anstatt Meyerlurks, ne? Einwerfer. Gerechtigkeit. Ich spüre meine Justice. Boah. Nur so ein bisschen aus dem. Beschützt mich. Einen dicken Körper. Ah. Sind einfach zu viele Leute. Einer. Mann, du sollst. Warum fliegen so weit weg? Nicht weg. Aber ihr zwei müsst hier aufpassen, dass ihr keine Strahlen. Das Ding da, das du am Handgelenk trägst, hat einen Geigerzähler.
Ich achte einfach auf das Klackern. Ich wollte jetzt nicht völlig den Nerd raushängen lassen, aber ein Pip-Boy von Robco ist ein echt seltener Fund. Du wirst ein paar Mal ein bisschen damit rumspielen lassen müssen. Okay. Lass dich an mir rumspielen, wenn du willst. Niemals. So. Ganz strong wieder meckern. Menschliche Schlösser verwirren strong. Verwirrendes Rumbuchteln mit Haarklammern. Verstehen er nicht. Das nur für einen Fusionskern, welcher wahrscheinlich hier für die Power Armor gedacht war. Leuchtpilze. Komischerweise, wenn ich mich den Dinger näher, bekomme ich Strahlung, aber wenn ich sie aufhebe, dann geht, glaube ich, die Strahlung weg. Also wenn ich die in meinen Taschen drin habe, dann geht die Strahlung weg. Na, wo bin ich jetzt hier kartenmäßig? Sieht schon wieder so aus, als könnte ich auch da irgendwo hin. Irgendwann muss ich doch hier so zurückkommen, oder? Also ich gehe komplett falsch. Okay. Wir sind jetzt nah dran. Es gibt eine Brauerei in der Nähe unseres Tresorraums. Das hier muss der Keller der Brauerei sein. Vielleicht nicht benutzen, weil ich eine Power Armor bin, ne? Weil hier gibt keine Drogen für dich. Ja, als Türsteuerung zu öffnen, ja. Aber ich muss gleich wieder den ganzen Weg zurück, um zu gucken, was da auf der anderen Seite ist, ne? Gehen wir mal zurück. Ja, was ist denn dann hier noch? Wir müssen hier durchkommen, Mel. Dann schubst mich nicht rein. Wäre der Laden von Mr. Handys betrieben worden. Vielleicht kann ich einen funktionstüchtig machen. Ich glaube, ein Ich dachte immer, Left 4 Dead Zombies bewegen sich schnell. Au, was so? Spielzeugauto. Okay. Was für ein Bild. Ich bin Mel, Zerstörer aller Welten. Tun wir erstmal alle möglichen. Müsst ihr noch mitschleppen. Hallo. Ja, ich nur eine Schwert, damit habe ich das Gefühl. Wenn das Ding wenigstens hier Gegner anzünden würde oder so. Aber nein. Muss ich gar nicht. Konter hat Shish Kebab aus Fallout 3, ich weiß es nicht mehr. So ein fliegender Roboter fehlt mir eigentlich auch noch, so ein Augenroboter. Wie heißen iBots, glaube ich.
Ja, da würde mir noch fehlen. Wer hat die Tür geöffnet? Er war vorhin noch nicht offen, oder? Ja, wo bin ich auf der Karte? Ha, so komme ich da hin. Sehr gut. Ich den ganzen Weg zurücklaufen. Oder hat da jemand extrem geraucht? Her damit. Her damit. Hey Strong, kannst mich wieder hassen. Oh. Lohnt sich irgendwie nicht mit Strong. Das wäre viel öfter Sachen nicht gefallen, als sie ihnen gefallen. Ist nicht gut. Geht irgendwann mal auf mich los. Hat wahrscheinlich die ganze Zeit so einen hasserfüllten Blick immer. Wenn ich irgendwie in so ein Schloss drin bin, ne? Und irgendwann dreht er einfach durch und schmeißt mich durch den Raum. Oh, ich dreh durch. Hier drüben, Mel. Kein Problem. Los, Sonja. So. Hallo. Dim, 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 dim. Was? Wollte schon sagen, was? Der Tod spielen oder was? Doof! Doof! Wenn ihr mal hier ankommt, hab ich schon alles erledigt. So gern gemacht. Was zum? Wo kommt ihr auf einmal alle her? Und ich habe mein Fett nicht dabei. Hat. Jawohl. Ein paar erledigt. Aber schon wieder so, ja. Vertrockneter wilder Ghoul. Hey. Ich bin kein Level ab, geil. Eine Feuerspur. So. Ölspur. Da gehört mir! Brock! Brock! Das wird ein guter Kampf. Fury, was? Cool. Kann ich gar nicht. Das, was den Nahkampfschaden erhöht, könnte ich gebrauchen. Ja. Ich muss Spielzeuge mitnehmen, die Schrauben haben, weil Schrauben brauche ich. Mehr als alles andere momentan, um meine Sachen hochzuballern. Boah. Kann ja gar nichts werden, eine Powerrüstung. Wenn ich eine Powerrüstung trage, mache. War aber nicht so in Fallout 3. Das komplette System geändert mit denen. Nein. Schopperton, sehr gut. Und zwei Parts hier in diesem Tunnel, kann das sein. Also stehen sie hier vor. Ja. Weg. Sonja, oh mein Gott. So. Na, kam ich raus, ne? Oh, hi. Ich glaube, sobald ich die Hälfte von denen abgezogen habe, wird er als mein Kill anerkannt. Und das ist mir jetzt egal. Jawohl, halt. Das hat mich schon wieder. Warum komme ich jetzt auf einmal so neue Sachen hier? Wir alle mit einem Patch oder so?
zufügen. Okay, da hat jemand einen Handfühltisch. Kira hat einfach vorbeigelaufen von JoJo's Bizarre Adventure. Okay, Level up. Ich glaube, ich weiß auch, was ich nehme. Ich habe diesen Skill ja wieder rausgenommen und dafür weiß ich nicht mehr, was ich genommen habe. Wissenschaft, glaube ich. Weil ich glaube, so Läden bringen es irgendwie nicht. Ich habe mal gegoogelt, wie das funktioniert und was ich da machen muss und so. Und es scheint es irgendwie nicht so zu bringen. Vor allem braucht man da irgendwie Siedler. Und ich glaube, man kann auch die Gefährten hier so Läden und so. Ja. Man kann einschalten, die Läden hier. Mein Gott, wieso fällt mir das jetzt nicht ein? Die kümmern sich sozusagen um die Läden und verkaufen die Sachen und, ja. Anscheinend braucht man irgendwie Siedler in der Siedlung, die nicht beschäftigt sind und nur diese kaufen dann auch irgendwie Sachen. Und da bei mir in der Siedlung nirgends, wo jemand ist und ich keinen Bock jetzt habe, überall welche einzupacken und weil die Läden zu bauen allein schon irgendwie 3000 Kronkorken oder so kosten, ist mir ein bisschen zu blöd. Deswegen nehmen wir mysteriöser Fremder. Der mysteriöse Fremde taucht in VHTS öfter auf. Wenn er einen Gegner tötet, besteht die Chance, dass sein Balken für kritische Treffer aufgeführt wird. So, öfter, okay. Öfter gefällt mir. Ah, Strahlung. Guck mal, wie hoch meine Strahlung schon ist. Kann mir nicht irgendein Gefährt irgendwie zustimmen, wenn ich Stimpaks benutze, weil die benutze ich dauernd. So, und von hier, hier sind wir gewesen, Boys. Kommt mal alle da raus. Wie so ein Kindergarten. So, danke. Jetzt folgen wir einfach nur den Dingen. Ich hoffe, der mysteriöse Fremde taucht jetzt auch öfter mal auf. Weil so oft tut er jetzt wirklich nicht auftauchen, habe ich das Gefühl. Das kann ruhig ein bisschen länger sein. Da muss ich mir wieder einen neuen Skill suchen, den ich hochleveln will, den ich ausruhen will, den ich haben will. Ich glaube, so ab Level 14 so könnte ich eigentlich schon jeden Skill immer haben. Außer ich habe nicht die entsprechenden Werte wie Stärke und was weiß ich. Muss ich vielleicht auch mal irgendwann machen. So, jetzt sind wir stehen geblieben, ne? War es einer von euch? Oh. Oh mein Gott. Oh Gott. Was bist du denn? Du bist ein Boomer aus Left 4 Dead? Ah. Nein, lass mich. Jetzt hätte ich wirklich mein Fatman brauchen können. Ich habe eine Idee. Was macht die Tür zu? Natürlich bist ausgerechnet du hier drinne. Mysteriöser Fremder, hilf mir. Dreck. Den überlasse ich euch. Oh, strong, ehrlich. Oh, mein Schruckgewehr. Der werft ihn. Warte mal. Was? Explodier, verdammt. Und liegt so am Boden. Boah. Ah, Sonja ist da draußen. Helf den. Aua. Nicht schaffen. Hahaha. Ja, wir sind hier drin und du bist da draußen. Was machst du? Warum bleibst du hier?
Meine Munition geht hier alle. Keiner mehr. Dann mache ich die Tür auf. Soll ich die Tür aufmachen? Ich mache die Tür auf. Er macht die Tür auf. Aber ich freue mich schon auf das erste DLC. Hoffentlich bin ich bis dahin nicht schon durch. Du lolz. Bitch, please, I'm looting. Niemand stört mich, während ich loote. Wenn ich daran denke, wie geil die anderen DLCs waren von Fallout 3. World New Vegas habe ich, glaube ich, die DLCs nicht geholt. Aber ich wurde auch nicht so gepackt von dem Spiel. Fallout 3 hatte geile. Die geile DLCs. Irgendwie in so einem Sumpfgebiet einmal, dann einmal wurde sie vom Außerirdischen entführt, hat irgendwie am geilsten war. Wenn so ein Samurai getroffen hat, die Aliens irgendwie bin drin. Leute aus verschiedenen Zeitzonen irgendwie schon entführt haben. So ein Typ aus dem Wilden Westen, so ein japanischen Samurai. Er war schon geil. Hoffentlich wieder was mit Aliens, das wäre richtig gut. Oder die Enklave. Enklave möchte ich auch wieder sehen. In diesem Spiel. Okay. Keine Ahnung, was ich da mitgenommen habe. Wird wahrscheinlich Munition sein. Aber Munition ist mal ganz oben. Bei den Kanistern. Bei den Loot-Kanistern. So, eine Menge Erfahrungspunkte in zwei Parts bekommen. Finde ich gerade so. Du wolltest mich da einsperren, was? Na. So. Warte mal, da oben irgendwo hin. Ja, nee. Gut, dann würde ich sagen, ich beende bei dir. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen. Und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.